Hallo Bokaida, hallo Welt. Hier sind nicht Matze und Lutze, hier ist Shirin. Wir haben den Kanal gehackt und jetzt gehört er uns. Jetzt können wir endlich über Jugendthemen sprechen. Ab jetzt könnt ihr mir Themen für die Sendung schicken. Die alten weißen Männer haben ausgedient. Hast du dir so gedacht? Moment! Kannst du vergessen. Hier, hier. Kannst hier. Du vergessen, ja. Sag doch mal, ey, so schnell geht es, ja. Denkst du dann nichts Schlimmes und dann besetzen wir hier den Kanal. So, Shirin. Herzlichen Glückwunsch, dass du hier endlich mal bei Bokaida News TV. Freut mich auch. Willst. Hallo Bokaida, hallo Welt, da sind wir wieder. Matze, Lutze und als Co-Moderatorin Shirin. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Freut uns, dass wir mal jemanden haben, der hier mitmachen will bei der Sendung. Sie konnte letzte Woche nicht sehen, wie du hier alleine rumgeeiert hast. Ja, siehst du, ich habe keine dicke Lippe gekriegt, weil ich alleine reden musste hier, ja. Ja. Wieder am Montag, wie immer. Jetzt stehen wir hier und sitzen mal ein bisschen andersrum. Und jetzt müssen wir, und wir haben wieder Zettel vor uns liegen. Alle voll mit Zetteln, könnt ihr natürlich nicht sehen, aber wir haben aufgeschrieben. Guck mal. Genau, weil wir haben natürlich unseren Monitor nicht vor uns. So, und dann fangen wir gleich mal an. Shirin. Ja. Wie alt bist du? Ich bin 11 Jahre alt. 11 Jahre alt. Und hast du Bock auf sowas? Ja, sehr. Ja? Macht Spaß auch. Ja. Erstmal gucken. Das heißt, du machst jetzt ab und zu mal mit oder suchst dir Mitstreiter und wenn du machst darf, ein eigenes also, Ding? Wenn ich darf. Ja, guck mal. Ja, das kennst du YouTube eigentlich? Ja, natürlich. Ach so, woher? Hat man sich mal runtergeladen aus Spaß und dann... Wir laden YouTube nicht runter. Wir laden hoch. Ja, wir laden hoch. Ja, okay. Also, jetzt zu dritt. Mal gucken, was wir so richtig schön hinkriegen. Matze, 23.10. 23.10. Lutze, da sind wir auf dem Marktplatz. Wenn nämlich das Modell des, der Libelle vorgestellt wird und das Hans-Grade-Auto, also vom Hans-Grade-Verein und mit dem, na, wie heißt er? Rudiger Pöhl zusammen. Mit dem das Auto? Das Hans-Grade-Auto auf dem Marktplatz von ungefähr 14 bis 17 Uhr. Genau. Je nachdem, wie es dann hinten raus dunkel wird. Und ich habe auch gehört, so ein bisschen für das leibliche Wohl wird auch gesorgt. Ja, genau. Da gibt es dann nochmal was zu essen und zu trinken, kommt aus dem Futterhaus. Ja. Das Essen und ja, wie gesagt, es gibt ja, wir haben ja hier eingeblendet noch diesen Flyer von der Hans-Grade-Gesellschaft, über die geht das. Und wie gesagt, die haben ein 1:1-Modell von der Libelle irgendwo herbekommen aus Deutschland. Aus dem Süden von Deutschland, durch Zufall aus dem alten Flugzeughangar und die hatten dort Platzprobleme und wollten das Ding loswerden. Und dann, wie wir schon mal gesagt haben, gehört so ein Ding natürlich nach Bockheide. Genau. So. Bist du schon mal geflogen? Nein, doch einmal. Hin. Auf die Nase. Hingeflogen. Ach so, ja. Hingeflogen bin ich auch ganz schön oft. Ja. Aber nicht mit so einer kleinen Libelle hier, mit so einem. Nee. Da bin ich noch nicht geflogen. Bist du aber dabei? Am 23.10., oder? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Ich weiß ja nicht mal, was für ein Tag das ist. Na, Samstag. Ja, höchstwahrscheinlich bin ich dabei. Ein Oktobertag. Na, du wirst deinen Eltern schon erklären, wo ihr am Samstag, den 23.10. hingehen werdet, 14 Uhr. Das ist das Problem, wenn man Co-Moderatorin sein will, muss man zur Veranstaltung rennen, weil die müssen wir ja aufnehmen oder mitmachen. Vielleicht habt ihr schon gehört, es gibt demnächst keine gelben Säcke mehr, Gott sei Dank, sondern gelbe Tonnen und die werden ausgeliefert in der Kalenderwoche für Brück 41 und 42, 40. Das heißt eigentlich diese Woche, nächste Woche. Kalenderwoche 41, 42 werden die ausgeliefert und da gibt es dann endlich große Mülltonnen und dann fliegen diese blöden Säcke hier nicht mehr rum. Die werden übrigens ungefragt ausgeliefert? Die werden ungefragt, an jedem, ja. Und ja, Wohngebiete, hier Bruchwald und so, die behalten ja dann die großen gelben Tonnen, die haben sie glaube ich schon. Mhm. Und wem so eine Tonne nicht reicht, braucht jetzt nicht gleich die nachbestellen, das kann man auch, wenn man merkt, dass die nicht ausreicht, eine Tonne, das sind so 240 Liter Tonnen, die Größe wie die Papiertonne, dann kann man die auch noch nachordern. Jo, dann haben wir noch eine Info gekriegt, es hat mal wieder einen Diebstahl am Bahnhof gegeben, da wurde wieder ein Fahrrad gestohlen, und zwar eins der Marke Mammut mit Korb, ein dunkelblaues, und wer da was gesehen hat, möchte sich doch bitte mal melden. Da verschwinden ja öfter mal Fahrzeuge, sag ich, sind ja Fahrzeuge, ne? Fahrräder sind auch Fahrzeuge. Ja. Ja, eigentlich schon, ne? Man kann aber auch laufen mit dem Fahrrad, oder? Ja. Kann man, ne? Schieben, schiebt, also. Ja. Ja, also wie gesagt, wer ein dunkelblaues Mammutfahrrad mit Korb gesehen hat, meldet sich einfach mal. Mal gucken, ob das wieder angefunden wird. So, Matze. Fahrrad, vom Fahrrad zum Radweg. Zur Prävention gegen Stürze, sagen wir mal. Genau. Denn du musst ab und zu nach Bruchwalde hin und her mit dem Fahrrad. Und wie ist der Radweg?
Nicht so schön. Nicht so schön, ne? Und deswegen wird er jetzt zum Glück repariert. Und zwar Lutze ab. Ja. Mitte Oktober ist der dicht. Hm? Und da wird 2 Fuß- und Fahrradwege in Borkheide werden komplett saniert. Da wird ja langsam Zeit, da waren die Fragen waren ja schon da gewesen. Dann können wir uns ja freuen, mal gucken, wie lange das dauert. Die Belitzer Straße übrigens, hat man noch nicht gesagt. Belitzer Straße, der Fußweg, was übrigens kein Radweg ist, ist nur ein Fußweg. Und der Radweg nach Burgwalde, genau. Genau. So, bis zur Landesprüfstelle. Ja, das ist ja eigentlich die schlimmste Strecke gewesen jetzt auch, mit dem ganzen Schotter drin. So. Und dann noch eins in eigener Sache, wer bei Borkheide News ist, bei Facebook hat es schon gesehen. Ich habe mich mal getraut, dieses Jahr einen Jahreskalender für 2022 zu erstellen. Hier haben wir schon mal so ein Deckblatt hier, seht ihr das? Und sind ja schon einen Haufen Bestellungen eingegangen und wir werden die auch zum Weihnachtsmarkt verkaufen. Und wer da Interesse hat, kann sich einfach mal wie viel ist Weihnachtsmarkt? Ja, am Samstag. Vorm dritten Advent, ich glaube, es war der 11. So er stattfindet. Wir sind ja noch in Planung. Ach so, ja. Und aber da die kann man dann auch woanders erwerben. Kann man sicherlich auch woanders verkaufen, erwerben, beziehungsweise selbst bei mir dann. Und Hotel. Wir haben schon doch eine große Anzahl Bestellungen gekriegt. Bin ganz überrascht. Und wer einen Jahreskalender mit Motiven hier aus Borkheide oder in Borkheide geschossene Motive haben möchte, der braucht sich nur an mich wenden, beziehungsweise zum Weihnachtsmarkt kommen. Und das ist natürlich auch ein Geschenk für die lieben Angehörigen, egal wo sie wohnen. Hm? Was Besseres, Einfacheres gibt es nicht zu Weihnachten. Gut, du hast was von Ines Renner gezeigt heute, ne? Ja, die Ines war mit Kindern unterwegs und die haben in Borkheide einfach mal, ich weiß nicht, so weit mussten die gar nicht laufen, ich glaube, es hat alles gereicht, was hinterm Netto lag, Müll eingesammelt, ganz viel Metall ist noch zusammengekommen, das haben sie bei der Feuerwehr noch mit zur Schrottsammlung abgegeben. Und den Restmüll mit der Gemeinde zusammen abholen lassen oder dorthin gebracht. Und ganz tolle Sache. Dankeschön dafür. Und was eben auch schade ist, dass erst so viel Müll hier in der Gegend rumfliegt. Denn ihr habt das letztens? Ja, wir haben letztens Müll gesammelt und da ist ganz schön viel dazugekommen. Borkheide, Borkheide? Borkheide auch, ja. Genau. Also liegt in Borkheide auch viel Müll rum. An der Fähr. In den Wäldern. In der Feuerwehr waren wir auch ganz viel. Mhm. Macht ihr öfter Müll sammeln? Also ich war das erste Mal dabei, aber ich glaube, sowas gibt es ganz schön. Das war von der Feuerwehr aus? Ja, genau. Bist du bei der Feuerwehr in Borkheide? Nee? Wäre das was für dich? Mal gucken, ne? Ja. Naja, die suchen ja immer auch Nachwuchs. Ich weiß nicht, ob in Borkheide, weiß ich das, dass die suchen. Und ja, da dürfen auch Frauen mitmachen. Aber so ein Hobby braucht man ja auch. Was machst du so als Hobby nachmittags, wenn wir hier also so rumsitzen zum Beispiel? Machst du nicht? Ich mal ganz viel. Mhm. Meistens so Blumen und sowas. Aber ich liebe auch das Fotografieren. Ach nee. Aha. Da guck einer an. Das wird hier nochmal Nachwuchszeit gehen. Und Fahrradfahren. Ja, genau. Hast du jetzt ein neues blaues Fahrrad mit Korb? Nee. War ein Test. Jo, dann haben wir nochmal ein bisschen Sport drin. Welche Überraschung, Matze? 3-2 hat die Männermannschaft von Borkheide gegen Babelsberg gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Was für eine Überraschung. Das ist der erste Sieg in dieser Saison. Ja. Und die Saison ist fast zu Ende. Die ja, Saison. Du Besuch gehabt und ich war mit dem Wohnwagen unterwegs. Ja, mir war leider, hatte ich Gäste und ich hätte die eigentlich auch mit zum Fußball schleppen können, aber ich weiß nicht, ob die sich dafür interessieren. Keine Ahnung. Da kann man sich auch schlecht unterhalten. Ne? Ja. Ja, macht sich auch doof, ja. Na, warst du zu Fußball? Nein. Auch nicht, keine Zeit gehabt. Du sitzt da sonst auch mal zum Brüllen da, oder? Ja, aber an dem Tag war ich natürlich nicht da. Ja, super. So, und schon sind wir wieder durch. Matze, jetzt bleibt noch dein letzter Part. Du musst jetzt schönes Wetter ansagen, Sommerwetter. Guck mal, bei uns, mein Wetter hat super funktioniert. Ich hatte schönes, war mit bis auf einen Tag Top-Wetter. Der Lutz hat mir eine Vorlage ausgedruckt. Hier, die Hälfte fehlt. Ja. Jetzt muss ich mir Kopf machen. Ach komm, das fehlt doch nur Samstag und Sonntag. Ja, und so weit kann man ja eh nicht vorausgucken. 3 Tage schaffen wir gerade so. Es war ein schönes Wochenende, ne? Bei mir in Thüringen, im Süden Thüringen, war sehr schön sonnig. Hm. Aber nachts hatten wir auch, glaube ich, 2 Grad. Aber zum Glück hat man heute ja auch kalt. Und Wochenstart. Heute Morgen hat es geregnet. Das war ja komisch. Das hatte ich überhaupt nie Plan gehabt, aber war auch nur kurz. Dafür kann es am Dienstag nochmal regnen. Mittwoch Wolken mit wenig Sonnenschein. Donnerstag wieder ein wenig
Regen möglich und Freitag raus auch. Also wir nähern uns, glaube ich, wirklich einem dicken, fetten Herbst. Mhm. Wobei die Nachttemperaturen, wenn jetzt mehr Wolken kommen, wieder ein bisschen höher gehen. Die sind dann nicht mehr um die 2 bis 3 Grad, sondern die gehen schon auf die 5 bis 7 oder auch mal 8 Grad hoch Richtung Wochenende. Nacht, genau. Was danach kommt? Weihnachten. Lass uns überraschen. Direkt nächste Woche. Ja. Ja, wir sind jetzt im Oktober, ist ja wieder Winterreifenzeit. Jetzt geht es wieder los, dass überall die Winterreifen. Hast du auf dem Fahrrad und Winterreifen? Nein, ich glaube nicht. Gibt es überhaupt Winterreifen für Fahrrad? Ich glaube nicht. Also ich habe auch noch keinen gesehen, aber es gibt Spikes. Ne? Ja, Spikes-Räder. Aber die machen ja wieder den Radweg kaputt. Kannst du auch wieder nicht machen. Gut. Für Weihnachten kannst du Mami und Papi ganze ich denke Länder mal, schenken, aber nicht, das nicht verraten. So sind wir durch für heute? Wir freuen uns, dass wir mal Nachwuchs hier hatten und würden uns natürlich noch mehr freuen, wenn das mehr oder weniger regelmäßig wird oder wir eine eigene Kindersendung machen können. Ja, für, das ist ja schon für cool. Eure Themen. Aber da brauchen wir natürlich noch mindestens 2-3 mehr Kommentatoren. Ich finde schon. Rinnen oder so, weil einer alleine schafft es halt nicht. Es ist halt doch ein bisschen Arbeit, ne? Ja. Und wir würden natürlich sowas unterstützen, weil wir brauchen ja Nachwuchs, damit wir uns bald zur Ruhe setzen können und mit unserem Mercedes Cabrio, was wir hier durch eure Spenden hier bei Bockheide News TV und zusammen gekauft haben, mal wegfahren können. Oder? Was ist denn das Modellauto? Schön wäre es ja. Dass wir mit dem Modellauto wegfahren können, so rum wolltest du das sagen. Gut, so, das war's mal hier wieder vor der Kamera, diesmal mit Shirin, Matze und Lutze. Und tschüss. Tschö. So, da kommt doch noch ein durch. Warte. Maja. Oh, Maja.